So richtig zusammensitzen und brainstormen, das geht angesichts der gesundheitlichen Vorsichtsmaßnahmen noch nicht. Deshalb sammeln die Jugendleiter im Bistum Würzburg online nach originellen Ideen für die Sommerferien. Naja, Corona macht Zeltlager unmöglich. Pfingsten, die großen Highlights des Jahres sind für viele Zeltlager in den Pfingstferien, in den Sommerferien. Davon lebt die Jugendarbeit vor Ort, von diesen Erlebnissen, die da passieren. Momentan ist es in unseren Augen nicht möglich, Übernachtung mit 100 oder mehr Kindern, Zelte bunt gemischt, und es soll aber nicht ausfallen. Viele Jugendleiter sind auf der Suche, was machen wir stattdessen, was können wir tun? Und es gibt Ansätze, es gibt erste Erfahrungen von anderen Gruppen, die auch schon rein digitale Lager in den Pfingstferien gemacht haben. Es gibt Ansätze, was kann ich an Aktionen in Kleingruppen machen, die ich analog begleite, dass ich ein Gruppenfeeling irgendwie über Programme im Internet habe, wo ich dann sehe, was andere so tun. Zugeschaltet haben sich Jugendleiter aus dem ganzen Bistum, ob aus dem Raum Würzburg, Aschaffenburg oder Schweinfurt. 8 Verantwortliche der verschiedenen Jugendgruppen nehmen an dem digitalen Angebot teil und stellen ihre Kreativität unter Beweis. Ihr müsst alle aufspringen, euch so einen Gegenstand suchen, den in die Kamera halten, und gemeinsam entscheiden wir dann so, wer zuerst da war. Von daher vielleicht die Stöpsel aus dem Ohr, Florian, weil sonst rennt sich's ganz schlecht los. Okay, ich fange mal mit was Einfachem an, was Kinder zumindest hätten. Der erste Gegenstand ist... Ja, ihr müsst schon aufstehen, wenn ihr mitspielen wollt, weil ich vermute, die wenigsten haben jetzt noch das Lego am Computer stehen. So, ist mein Bildschirm leer geworden. Oh, okay, der Louis war ganz schnell. Louis, sag kurz, warte, wenn alle da sind, sagst du was dazu, was du hast? Ich habe eine Lego-Figur gefunden. Die lag direkt hier auf meinem Schreibtisch. Die lag da vom Studium, weil ich da was, weil ich die Figur aus Zink noch gegossen habe, und deswegen lag die gerade griffbereit da. 2 Stunden lang werden die Bälle hin und her gespielt. Und es rauchen nicht nur die Laufwerke der Computer. Fazit, das hat sich gelohnt. Fazit, wir haben auch eine Schlussrunde natürlich gemacht. Kam oft der Begriff Motivation von den Leuten, die ist hoch, die ist da. Sie werden das jetzt mitnehmen in ihre Leiterrunden, andere davon überzeugen, dass was geht, ihnen von diesen Werkzeugen, die wir ihnen vorgestellt haben, erzählen und viel ausprobieren. Die Motivation dazu ist hoch, und von daher bin ich ganz optimistisch, dass was passieren wird. Am Ende sind alle durch die Ideenliste motiviert. Was genau davon umgesetzt wird, darauf können die Zeltlager-Teilnehmer gespannt sein.